Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Video mit euren Gigatobi hier bei Final Fantasy 14 Heavensward. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren neuen Gameplay, eben halt hier mit der Jobklasse Monk. Und hier bei 58 wird das auf jeden Fall recht schon heikel, also wie ihr natürlich schon bei den anderen gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch das soweit gefallen und ja, beim Dark Knight ist es ja so gesehen ja auch schon abgeschlossen. Ich habe ja auch jetzt ein Gamescom-Video so gesehen hochgeladen, wo ihr die Informationen kriegt. So weiteres über der Gamescom, ich als Ambassador und alles weiteres. Also könnt ihr auf jeden Fall gerne mal anschauen. Das habe ich jetzt aktuell als Videotrailer, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst oder jeder andere, der hier auf meinen Kanal schaut. Ja, und wir machen hier weiter mit Vidgar Geld, wieder Geld, mit Reinigung. Du regenerierst 300 TP. Wir haben ja auch dieses Ungestüm, was wir ja auch irgendwie an die 400 TP kriegen, aber hier kriegen wir ja so gesehen auch nochmal weiter TP. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, dann haben wir sogar halt überhaupt keine mehr so richtig TP-Probleme eigentlich normalerweise, wenn man das eigentlich so ganz gut ausgleicht, so auch mit Reinigung. Wir müssen aber dafür fünftes Schattenchakra sein. Das ist dieses, was man eben halt bis fünf aufstapeln kann und dann so einen Finisher-Schlag aussetzen können. Aber wir können aber auch sagen, okay, in dem Moment brauche ich jetzt TP, dann setzt man das eben halt das ein. Joa, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall mal geben, wenn man das braucht in der Situation. Ja, mal gucken. So, ich hoffe allerdings, ich werde dieses Video jetzt noch hochladen können, damit ihr jetzt in den Tagen jetzt sehen könnt, während ich jetzt auf der Gamescom bin. Falls ihr gerne immer auf den neuesten Stand sein wollt, sprich Posting und so weiteres, könnt ihr gerne meinen Facebook-Profil ein Abo da lassen. Das ist so eine Art wie auf Twitter, eben halt ein Follower, damit ihr eben halt immer auf den Stand seid, so ungefähr hier, wie es eben halt da abläuft und so weiteres. Also, falls es euch das interessieren sollte, ansonsten hört man sich ja auch sonst nach der Gamescom mit neuen Videos, halt auch ein neues Projekt mit Sorted Online Re-Hollow Fragment. Und ja, das Spiel ist zwar komplett auf Englisch, aber das ist mir eigentlich egal, weil ich habe damit kein Problem. Ich denke mal, für die ein oder anderen Leute, die dann das auch lesen können oder auch Englisch können, haben da auch, glaube ich, kein Problem, das eben halt zu verfolgen. Das ist auf jeden Fall ein echt cooles Projekt. Ich denke mal, der ein oder andere wird sich dafür auch sonst interessieren, weil ich bin ein großer Fan von SAO. Und Lost Song wird auf jeden Fall mit deutschen Untertitel geben. Also das wird eben halt dann da lokalisiert so gesehen und wird auch so richtig als Spielhülle geben. Bei Sword Art Online Re-Hollow Fragment ist so gesehen ein Remastered Version von der von PSP Version und ist ja eben halt so ja aufgehübscht worden etc. Kostet auch nicht wirklich so viel, kostet 20 €, kann man sich auf jeden Fall geben. Das Spiel ist auch recht lang, hat auch vieles zu bieten. Und ja, leider ist es eben halt auf Englisch. Für den einen oder anderen ist es halt doof, aber naja, gut. Wenn man sich damit auseinandersetzen kann, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Aber ich wollte es nur mal schon mal sagen, dass es dann eben halt in den Tagen auch kommen wird. So. Okay, sie wird uns alles erklären. Okay. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt vorhaben. So, in der Zeit kann ich ja erstmal auf fünftes Schattenchakra gehen. So, da haben wir es. Dann müssen wir dort hinten hin.
So. Ich versuche mich auch echt jetzt zu beeilen, weil nachher muss ich eben halt meinen Zug erwischen nach Köln. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich ja schon längst da und bin dann tätig als Ambassador für Final Fantasy 14. Also ich bin echt total gespannt, weil ich bin auch total aufgeregt. Ich kann jetzt auch irgendwie überhaupt gar nicht schlafen. Ich denke mal, im Zug kann ich eigentlich ganz gut pennen und eben halt danach, wenn wir das eben halt erledigt haben für den Dienstag und da alles soweit Bescheid wussten und ich wieder also im Hotel bin, werde ich erstmal auch dann pennen gehen. Also ich werde da nicht so lange aufbleiben, weil ich denke, mein Fachbesuchertag wird bestimmt auch ganz gut abgehen. Für den Dienstag wird es jetzt nicht so viel los sein. Da wird irgendwie halt nur so alles erklärt und eingewiesen und so weiteres, dass man erstmal soweit alles Bescheid weiß, wie das abläuft. Und ja, ich bin echt total gespannt, wie das alles so wird. Ich werde auf jeden Fall dann noch ein Video machen, wo ich dann vielleicht irgendwie mal was machen tue und dann währenddessen so alles erzähle nebenbei. Und ja, mal sehen. Oh, da ist wieder was los. Okay. So sieht das also aus. Uah, was ist das denn da? Was? Aha. Na gut. Aufmuntern. Okay. Ach, so, dann gehen wir mal wieder zurück zum Geisterzoll und da soll es dann ja auch schon wieder gewesen sein. Ich bin echt mal gespannt, wie es dann bei 60 abgehen wird. Das werde ich aber erst nach der Gamescom schaffen, weil ich wollte eigentlich schon vorher 60 sein und euch das auch noch bieten. Also mit 58, aber selber mit Alexander habe ich das jetzt alles nicht so schnell hinbekommen, auch mit den Rändern und so weiteres und ja. Ja, die Wartung sollte ja auch schon dann allmählich beginnen. Ich hoffe, ich kann jetzt noch schnell diese Gameplays hier machen, bevor die Wartung beginnt und dann ich nicht mehr online sein kann hier. Aber dann geht es auch schon für mich so gesehen gleich los, denn also dann müsste ich so um 6 Uhr los, weil Viertel vor 6 kommt ja mein Zug. Und dann bin ich so kurz vor 11 in Köln und dann. Ich habe eigentlich voll noch Zeit. Eigentlich hätte ich auch noch ja, eine Stunde später oder so 12 oder 12:30 da schon in Köln sein können. Also, wenn ich das, aber ich habe irgendwie eine frühere Verbindung genommen, weil es irgendwie da, glaube ich, günstiger war bei Frühbucher oder sowas, keine Ahnung. Also ich habe auch für zurück halt auch wieder das so gemacht, dass ich halt einen Platz reserviert habe, weil zurück ist meistens immer ziemlich voll. Besonders dann auch nach einem
nach der Gamescom. Also das habe ich ja sonst immer jedes Jahr so gehabt und deswegen wollte ich das dann da auch reserviert haben, weil das ist echt immer poppevoll, denn auch in Zug und alles zurück, wenn man immer wieder zurück will. Ja, mal gucken, wie es mit 60 aussieht. Was kriegen wir hier? Tornado Tritt. Du führst eine physische Attacke aus. Beendet geölter Blitz. Bedingung geölter Blitz 3. Oh. Scheint ein sehr, sehr cooler Move zu sein. Neben Drachenkick. So ungefähr. Warte mal hier. Drachentritt, genau. Das ist wieder nur was anderes. Da kommt die zurück zu der Raptor-Form. Das ist immer, wo man hier Form wechselt. Das ist auch ziemlich nice. Meditation, das ist eben halt mit den Chakras, die wir eben halt dann dafür brauchen. Das ist eben halt dieses verbotene Chakra halt. Das ist dieser Finisher-Schlag, den man so gesehen einsetzt. Oder man kann eben halt auf Reinigung gehen, wo man eben halt 300 TP generiert bekommt. Ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man das mal so als nebenbei braucht, wenn man da jetzt viel Damage macht und irgendwann out of TP ist, dann kann man sich damit halt auch noch supporten. Elixierfeld ist auch nicht schlecht, macht ja auch nebenbei ganz guten Schaden. Wenn wir noch Tornado-Tritt haben, dann macht es halt auch noch weiteren zusätzlichen Damage. Ist eigentlich nicht schlecht. Aber da komme ich erstmal leider nur nach der Gamescom. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß noch mit den weiteren Gameplays, die ich hoffentlich jetzt noch schnell hinbekomme, bevor das hier gleich hier mit der Serverwartung losgeht und ich dann eben halt nicht mehr da bin. Ich hoffe, ich kriege das alles noch schnell so weit hin. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne mal Feedback da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer GigaTobi und haut rein.